Ja, servus miteinander. Immer noch unterwegs mit Linus vom Kanal Draußen sein. Wir kommen jetzt gerade von der Tour im Lillachtal zu den Sinterterrassen. Machen jetzt noch eine Übernachtung, suchen jetzt noch einen Platz zum Schlafen, kochen und ja, was noch so ansteht. Seid mit dabei, viel Spaß! So, der Linus nimmt uns jetzt noch ein bisschen Wildkräuter mit zum Würzen vom Fleisch. Und zwar haben wir hier Beifuß. Drei, denke ich, reichen. Mehr als genug, mehr. So viel Fleisch haben wir ja gar nicht. Das wird uns locker langen. So, unser Nachtlager ist aufgebaut. Wir sind noch etwas fertig von unserem langen Tag mit der großen Wanderung. Feuerstelle haben wir auch. Ja, Holz auch. Und dann wird es jetzt dann lecker Essen geben. Und mal schauen, was der Abend noch so bringt. Der Linus, was macht der so? Spannt er noch ein wenig rum, oder? Ich entspanne. Er ist unentspannt, wie ihr hört. Ich hole noch Luft. Wir hatten jetzt doch zum Schluss noch ein ganz schönes Stück Fußmarsch durch Gelände, bergauf und uneben, aber wie ihr seht, wir haben es überlebt. Ja, unser Camp ist nun aufgebaut und jetzt wollen wir noch ein bisschen die Umgebung uns anschauen, bevor wir es uns heute Abend am Feuer richtig gemütlich machen. Der Kamera wirkt es jetzt gar nicht so gigantisch, wie dieser Felsen eigentlich ist und wie monumental der ausschaut, auch gerade bei dem Licht. Einfach wunderschön. In der Höhle angekommen. Man sieht nicht ganz unbewohnt, Feuerstelle ist auch da. Der Pfannenwender für das Gegrillte. Ja, ja. Mittelalterlichen Schatz entdeckt von Linus Kanal Draußen sein. Wer weiß, wie viele Könige das damals schon in der Hand hatten oder Raubritter. Sonst ist nichts mehr okay. Schade. Vielleicht ein Geocache oder sonst was. Das wäre eine Idee, ja. So, liebe Leute, wie ihr seht, das Feuer brennt schon. Unser provisorischer Grillrost ist auch aufgebaut. Was es heute Leckeres zu essen gibt, ja. Bratwürstchen
zwei Päckchen. Brötchen haben wir natürlich auch dazu. Senf und nam nam nam. Hirschmedaillons. Da wollen wir, die würzen wir dann noch mit Beifuß, was wir dabei haben. Genau. Pfeffer und Salz. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es schmeckt und wie es so über den Feuer gelingt. Mal im Jahr lasse ich sie mit bis auf 3 mm runter. Und jetzt kommt die kältere Jahreszeit. Jetzt können sie wieder wachsen, bis sie hinten den Nacken runterhängen. Und dann hoffe ich, kommt der Frühling. Wenn du dann aus deiner Höhle rauskommst, ja, und der Pelz dann runter kann. Zu den Rockerzeiten hatte ich Dauerwelle bis zum Arsch runter. So eine Mähne, wie es halt früher so üblich war. Als ich das erste Mal die Haare kurz geschnitten habe, habe ich es gleich runter gemacht bis auf 3 mm. Von einem Tag auf den anderen. Mein Kumpel ist aus der, die Klingeltür, ich mache die Tür auf, der ist aus allen Brücken gefallen. Er hat sich überhaupt nicht mehr beruhigt an dem Tag. Ob ich jetzt total bescheuert bin und was soll das, du Verräter? Das geht überhaupt nicht. Nein, das, mit dir gehe ich nicht mehr vor, wenn die Leute dich so sehen. Dann habe ich immer zwei so Haarrasierer zu Hause, eine Reserve. Warum? Da war ich in Fürth gewohnt. Da war auch wieder die Zeit, okay, war zu lang, wieder runter, 3 mm eingestellt. Und irgendwann war das Ding kaputt. Er war so halb erst so durchrasiert. Das tragen doch heute viele so. Ja. Das ist doch dann wieder der Punk-Stil. Ja, da, als Punk hätte ich wieder durchgegangen. Ja, was machst du jetzt? Also okay, wo nehme ich, weiß nicht, auf jeden Fall kein Geschäft mehr, auf den Samstagabend oder irgendwas. Da wusste ich, bei uns in der Straße gibt es einen Friseur, da wo ich gewohnt habe. Ja, aber so wollte ich nicht auf die Straße. Also habe ich Mützen aufgezogen. Im Hochsommer, so wollen Mützen. Bin da rein. Und da waren zwei vor mir und dann hat die Friseuse schon so geschaut. Da kommt einer rein mit Wollmütze. Und dann ist die Friseurin, die Friseurmeisterin gekommen, hat mich gesehen, mich da hock. Und hat sie schon gedacht und hat die andere gefragt, die noch nicht dran war, die von den zwei. Kann der junge Mann vor? Ja, von mir aus. So, jetzt gucken Sie sich mal her, was ist denn los? Dann lassen wir mal den Witz. Oh meine Güte, was haben Sie denn da gemacht? Das habe ich selber gemacht und dann ging der scheiß Haarschneider. Ab sofort kommen Sie immer zu uns. Ich habe gesagt, ja, mache ich, bin zwar nie wieder dorthin, aber hätte ich eigentlich, komm, wir machen es. Sind es 3 mm, weil kürzer können wir auch nicht. Sag ich, ja, dann hat sie sogar nachgemessen, sind 3 und dann alles runter und. Du hast richtig gemerkt, die hat das gesehen, auch mit der Wollmütze im Sommer abends bei uns. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Lecker, Bratwürstchen sind schon drauf. Müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst sind sie Holzkohle. Ja, wir lassen jetzt den Abend schön ausklingen, trinken noch eins. Ja, lassen es uns gut gehen, genießen die Zeit am Lagerfeuer. Ob heute noch was kommt, das seht ihr ja dann. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen früh. Das ist eine Farbe, Leute. Und jetzt kommt noch was biologisch Gesundes dazu. Vegan gezüchteter Senf. Lecker Schmecker. Oh ja. Aber das müssen wir euch jetzt noch ein bisschen geben. Ich glaube, ich höre einen Reh. Ja, das ist ein Reh. Du hast recht. Kein Hund. Ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer gemacht. Ja, und der Linus legt das noch ein bisschen nach. Also, wir schauen jetzt das zweite Mal an. Ich hoffe, man erkennt es gut. Och, doch, ich denke, das geht. Ja, wir haben jetzt noch die Hirschmedaillons, die wir jetzt gleich auf den Grill legen.
Gewürzt haben wir sie mit dem Beifuß, den wir heute gesammelt haben. Salz und Pfeffer und schön eingerieben. Ich bin mal ganz gespannt, wie das dann schmeckt und wie das sich so auf dem Grill macht. Ich hoffe, es geht nicht ein, also nicht viel, weil die sind jetzt schon nicht so groß. Ja, Herr Linus, vom Draußensein. Du noch was zu sagen? Ich kann nicht, ich muss ja arbeiten hier. Der feine Herr filmt und hält die Hirschmedaillons in der Hand. Und ich bin der, der sich hier ja darum kümmert, dass das was wird. Nee, muss ich schon sagen, also wir beide machen jetzt schon die zweite Tour und ja, wir kommen eigentlich gut miteinander. Was heißt ja eigentlich? Wir kommen gut miteinander zurecht. Wird auch hoffentlich nicht die letzte Tour gewesen sein. Nö. Und vor allem diesmal kein Wasser von oben, diesmal Feuer von unten. So muss das. Ja, die Hirschmedaillons haben wir jetzt gerade draufgelegt. Leider sehr dunkel auf Kamera. Ich bin mal echt gespannt, wie die schmecken. Das ist immer so eine Sache mit Feuer machen und Glut. Wir haben uns jetzt entschieden, wir haben den Rost weiter nach vorne gestellt und haben uns entschieden, hier hinten machen wir immer das Feuerchen, legen schön nach und wenn eine Glut entstanden ist, schieben wir so ein bisschen hier nach vorne. Das heißt, dass uns die Medaillons nicht anbrennen, aber doch eben ihre entsprechende Hitze bekommen, wie sie durch Glut sein soll. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob das System so funktioniert. Also wir sind zuversichtlich, Leutchen. Hier oben sichtbar, wenn man es genau sieht, also wie es wirklich, aber das heiß kocht. Es scheint zu funktionieren, wir müssen aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Es ist natürlich ziemlich dick, so ein Metall. Ihr seht es, hier drin ist noch rot, also wir werden da ein bisschen im Kreis variieren müssen, aber wir sind zuversichtlich, es klappt. Die Wurst ist gut. Die ist etwas dunkel, die tun wir mal auf die Seite. Ich wird trotzdem mit vernichtet. Ja, ja. Durch Gesichtsverfremdungssoftware. Guten Morgen miteinander. Ja, wir haben uns gestern Abend noch die die Medaillons schmecken lassen. Die waren auch echt lecker. Kann man weiterempfehlen, Hammer vom Lidl. Ja, nächste Morgen ist angebrochen, da die Sonne geht schon auf, wir haben jetzt ungefähr 7.45 Uhr sowas um den Dreh. Ja, der Linus, ich weiß nicht, wie hast du geschlafen? Durchwachsen. Nicht, also es war nicht einmal hart, weil es ist so, mir ist meine Luftmatratze irgendwo undicht anscheinend, jetzt nach dem zweiten Einsatz. Der Boden war eben, von daher war es nicht hart, aber die Bodenkälte kam dann doch etwas durch. Ja, wir machen jetzt noch ein kleines Feuerchen, damit wir uns noch einen Kaffee genehmigen können. Gestern war super Wetter, heute ist auch nochmal super Wetter, der Himmel ist strahlend blau. Ja, dann ziehen wir uns mal einen Kaffee. Mahlzeit. Ja, zum Frühstück gibt's die restlichen Bratwürstchen von gestern. Und ja, der Linus ist gerade auf seinen neuen Kocher oder Tassensystem oder. Letzteres, ja. Beim Kaffee kochen. Dauert noch ein bisschen. Kaffee und Frühstück. Wir machen uns jetzt noch eine zweite Tasse Kaffee. Diesmal auf so einen Blechdreieck mit Füßchen, wo man direkt in die Asche stellen kann. Da sind wir ein bisschen näher an der Glut. Ja, und wir lassen uns jetzt noch den zweiten Kaffee schmecken. Dann werden wir
abbauen und dann wird es nach Hause gehen. Wir haben jetzt unseren Lagerplatz wieder aufgeräumt, machen uns jetzt auf den Rückweg. Der Linus packt noch ein bisschen zusammen, die letzten Sachen. Ja, und dann sind wir auch schon verschwunden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Link zum Linus sein Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.